Damenviertelfinale bei den Bayerischen Einzelmeisterschaften im Tischtennis. Am Sonntag, 21. Januar 2018. Ich weiß nicht, ob das nur so ein Eindruck von mir ist, aber jedes Jahr werden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen vor allen Dingen jünger. Naomi Brankovic dürfte die Jüngste hier im Feld sein. Tut sich hier offensichtlich schwer. Denn die Anzeigetafel muss natürlich jetzt umgedreht werden. Laura Tiefenbrunner führt, wenn ich das richtig sehe, 2:0. Auch seit vielen Jahren Bayern Spitze, die Laura. Nicht ganz oben auf dem Treppchen. Aber immer gut mit dabei. Sophia Kahler, TSV Schwabhausen, spielt hier. Das ist ein weiteres Damenviertelfinale. Günter Cipera schaut sich's an oder schaut gerade auch mal woanders hin. Der Geschäftsführer des BTTV, Dr. Carsten Matthias. Alle verfolgen sie natürlich hoch interessiert. Was macht der Nachwuchs? Ja, 12 ist sie, glaube ich, oder 13. Ja, immer gefährlich, gerade bei Damen ein Alter zu nennen, wenn es dann falsch ist noch dazu. Egal, wie gesagt, die Jüngste. Das wird sie jetzt nicht trösten, wenn ich sage, naja, du hast deine Zukunft noch vor dir, wenn du hier verlierst. Ist das nicht schlimm, ist das kein Beinbruch? Aber was dazugelernt, sehen wir es positiv. Natürlich ist der volle Ehrgeiz da und das Spiel ist ja auch noch nicht verloren. Muss aber aus technischen Gründen jetzt mal abbrechen. Auch wenn das Spiel ja beinahe, nein, das geht ja auf 4 Gewinnsätze, also es dauert noch ein bisschen, da haben wir vielleicht noch einen weiteren Clip, den ihr euch dann suchen solltet, unter Reinhard Steinbecher auf YouTube, Buxheim 2018 suchen oder Tiefenbrunner gegen Brankovic, da muss man allerdings erst wissen, wie man das schreibt.